kam da auch nicht wirklich. Also, man muss sagen, Entropy hat kein einziges Mal wirklich die Mitte aktiv angespielt und sie haben halt keinen Vorteil daraus gezogen. Sie hätten vielleicht mal aggressiv Mitte pushen können, weil da keiner abgeaimt hat wirklich bei denen. Also, es war einfach keine gute CT-Seite. Auf T-Seite haben sie dann halt schon nach der Pistol eigentlich das Game abgegeben. Ja, und jetzt gehen wir auf Map Nummer 2, Mirage. Ich bin mal gespannt, ob Entropy diesen Schwung mitnehmen kann, den sie eben auf Cache erhalten haben. Und zwar das Tor zum Himmel gerade. Und es geht in die Knife Front, es geht los. Und wie gesagt, wir werden jetzt Mirage sehen. Sound ist auch da. Perfekt, dann kann es losgehen. Also, wir sind gespannt, es geht in die Knife Front. Ich würde fast sagen, dass Entropy hier durch die Leistung, die sie eben gezeigt haben, als klarer Favorit reingeht. Klar, ist eine andere Map, aber so unterschiedlich sind die auch nicht, weil du kannst halt auch auf krasse Aim-Duelle gehen und das Aiming meiner Meinung nach zu heute bei Entropy auf jeden Fall besser und das werden sie nicht innerhalb von einer Map oder innerhalb von 10 Minuten verlernen. Ja, aber auch Mali, was der da eben rausgehauen hat, zum Teil auch an der AWP, das ist auf Mirage halt nochmal eine ganz andere Note, wenn man zum Beispiel Mitte-Kontrolle zieht und sowas. Also, naja, vielleicht kann Final Gaming ja dieses Mal was mit der Mitte anfangen, oder was sagst du dazu? Ja, die ist ja ein bisschen offener, die Mitte, von daher denke ich mal, dass auf jeden Fall Final Gaming da einen Plan hat. Die haben auch gut gegen Attacks auf Mirage gespielt. Ich denke mal, die Map wird ihnen auf jeden Fall besser liegen. Also ganz ist das Ding hier noch nicht verloren. Entropy geht trotzdem als kleiner Favorit dran mit der Leistung, die sie heute gezeigt haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Entropy startet auf jeden Fall schon mal auf der Vorteilsseite und zwar auf der Z-Seite und damit geht es los. Map Nummer 2 zwischen Entropy Gaming und Final Gaming. Vielen Dank noch an Twitch, die das Ganze hier natürlich möglich machen. Schaut ruhig mal auf der Homepage vorbei und ja, freuen wir uns natürlich drauf, weil ohne Twitch wäre diese Liga von Starter-Div bis erste Div nicht möglich. Und so möglich ist auch nicht die Verteidigung gerade des A-Spots, aber Mali macht da nochmal ganz gut Schaden. Da wird wieder aber auch gut reingedrückt, Mann. Das ist ja unglaublich. Wie viel Schaden wird hier schon wieder verteilt und Nevitz ist komplett allein. Er macht da nochmal einen dann durch die Smoke an der Kante vorbei. Das ist aber auch ganz räudig, was die Teams hier beide spielen. Die kennen überhaupt keine Smokes. Ja, also Mali, der steht einfach nur im Shadow drin und wartet und wartet und wartet und dann kriegt er halt seine 2 Kills. Das ist alles, was er machen musste oder machen sollte. Mehr brauchte er wirklich nicht zu tun. Alka wartet einfach ab, hat ihn natürlich gespottet Richtung Stairs. Er muss die Bombe picken, die war auf dem Spot gedroppt und Final Gaming verliert die zweite Pistol genau, in dieser Serie. Genau, die zweite Pistol. Die erste hatten sie ja geholt sogar und dann den Force bei verloren. Die Frage ist, kann man das als gewonnene Pistol Round zählen, wenn du danach alles verloren hast? Nö, also meistens bist du dann halt in einer schlechteren Situation, wenn du die Folgerunde verlierst. Das ist korrekt. Das heißt, wenn der Gegner viele Waffen durchbringt, hast du sowieso eine ganz schlechte Ausgangssituation. Hier hat ja Aika fast Tontaum schießen und dann kommt Mali noch mit Zinn hinterher. Gute Ablenkung von Aika am Fenster und beide ziehen rechts, links rum. So muss das sein, ne? Vorbereiten. Und für seine Mitmenschen servieren und die Runde ist auch schnell gegessen. Final Gaming schafft es hier nicht durchzukommen und man hat ein bisschen Geld zurückgelegt, das darf man nicht vergessen. Also eine große Investition ist bei Final Gaming jetzt nicht über den Tisch gefahren. Und sie legen halt sehr, sehr viel Geld zurück für ihre vierte Runde. Ey Jitko. Ja, bitte. Schöne Rechts-Links-Kombo, ja? Rechts-Links, ja. Einfach raus. Ja. Und Abfahrt in der Mitte. Ja, war ja, zu einfach. In der Eco wollten sie rushen, haben aber dann den Molotow vor die Nase gesetzt bekommen. Da werden die Füße halt etwas geröstet, wie der Kaffee am Morgen. Und damit war es das schon fast. Ultimate zieht nochmal hier die CZ raus, wird dann den Headshot damit drücken. Damit seinen 3K voll machen. Das Full House zwischen Mali und Ultimate. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei Final Gaming soll es heute nicht sein. Das ist halt voll dominant. Ich bin mal gespannt, wie es gleich in den Waffenrunden weitergeht. Ich habe Final Gaming als Team eigentlich auf dem Schirm gehabt, die zumindest vom Aiming her mithalten können. Aber vielleicht ist heute einfach auch ein schlechter Tag oder ein guter Tag einfach von Entropy. Das sieht von Entropy alles sehr sauber geaimt aus. Gefällt mir sehr gut. Mhm.
Ja, die machen auch keine Peaks, die in der sie keine wirkliche Vorteilssituation haben. Das ist einfach. Schau dir das an, Ultimate, die Confidence. Der geht einfach die Rampe runter, geht vor allem noch weiter, holt sich jetzt die AK. Das heißt, da hat er schon mal einen super Trade genommen, einen UMP, einen Spieler mitgenommen und die AK dafür. Also, das ist ja schon frech, was der da spielt. Das ist ja schon frech, was der da spielt, ganz ehrlich. Wie offensiv die einfach runtergehen. Die machen genauso weiter wie auf Cash, nur auf der anderen Seite, auf der CT-Seite. Die packen die Eier auf den Tisch. Ja. Nicht nur die Eier. So, sie sind jetzt Richtung Connector raus. Man sucht zumindest irgendwie mal eine Information. Oh, die Flash. Ja, das ist einfach gutes, das ist gute Kommunikation. Jetzt geht's an der Rampe vor, da wartet immer noch Trip. MP9 auf Close Distance. 1 und 2 passt nicht. Dafür hat man sogar direkt noch einen Refrag in der Mitte bekommen. Und da räumt man noch weiter auf. Jetzt liegt's halt an Zyn. Der hat aber eine sehr gute Position Richtung, Richtung Jungle. Und er weiß, wo beide herkommen. Und das ist eine gute Position. Da kann er jetzt einfach seine Position aussitzen. 25 HP. Der zweite. Der sollte eigentlich bekannt sein, dass der Richtung Connector kommt. Wenn Stücko da den Frag schon geholt hat, jetzt geht er vor. Und dann sieht er den Arm. Stücko macht so ein bisschen das rechts-links. Verrät sich dadurch. Und dann ist das ein easy Frag für Entropy. Und wir sind mit einem 4-0. Er musste halt Jiggle peeken, aber was mich an der Rampe schon wieder gestört hat, war, dass da in einer Gegend, wo der Gegner sein könnte auf CT-Seite, wird da wieder Quick-Switched und der stirbt beinahe dadurch. Also, das ist immer so ein Tick von den Spielern. Da würde ich jedes Mal einfach sagen, nein, hör auf. Nimm einfach die Waffe raus. So, man baut schon B auf. Wie gesagt, 4-0, nochmal ein paar Pistolen. Man hat natürlich jetzt auch ein bisschen User-Bonus. Ey, wie... Frech einfach nur. Da wird nur frech reingepiekt. 2 HP noch auf dem Konto. So, das geht jetzt einfach Richtung B drauf. Also, das wirkt aber auch komplett von der Rolle. Da wird auch nicht der Spot gecheckt, dass Trip da drin steht. Versucht nochmal den Richtung Kitchen zu kommen. Was machen die denn? Matchmaking. Nee, das... Ach, keine Ahnung. Also, es war eine Eco. Jetzt können sie natürlich kaufen. Haben sie einen kleinen... verspäteten B-Rush versucht, also war ein paar Sekunden verzögert. Erstmal Contact Port, dann als sie gesehen wurden, wurde dann halt gerusht. Naja, Bombe bleibt erstmal komplett am T-Spawn liegen. Eigentlich nicht, was man so gerne hat. Schöner als erster Track von Zyngs in der Runde. Das gibt erstmal eine Öffnung in die Mitte rein. Von Zyn kommt jetzt aber die Flash auf kurz. Nuki wurde gesehen. Das heißt, Zyngs kann neu da drin stehen. Oh, der Molotov ist halt gut, aber er gewinnt das Duell. Aus dem Grabe wird Zyn dann noch gerecht von sich selber. Ja, das ist okay. Also, dass Zünder, dass Zyngster das Duell sucht und halt einfach stehen bleibt. Der hat ja 2 Leute rausgeholt. Damit der Vorteil auch für Final Gaming. Selbo an der AWP. Man baut sich vor dem B-Spot auf und da wartet nur Trip. Und das könnte sehr interessant werden, weil Selbo steht immer noch breit, aber es ist eine gute Position von Trip. Da will er ein bisschen viel, beziehungsweise der Spieler ist zu nah. Da kann ich mal aus dem Fenster rausdroppen und Mali ist mit Ultimate. Letztes Mal verbleiben. Da geht's aber auch wieder sehr weit nach vorne. So, die Bombe. Ja, aber liegt mit der Smoke draußen. Er ist halt den ganzen Weg hinten vom Van da reingelaufen mit einer Smoke. Ultimate. Ultimate kommt jetzt über den Mini-Döner. Oh, das ist so gut, das ist so gut. Er sieht die Waffe und damit ist es jetzt die 2 gegen 1 Situation. Jetzt hat man halt ein Problem. Nevitz muss das Duell suchen, um die 1 gegen 1 Situation zu holen. Das schafft er jetzt auch. Hat noch einen Molotov dabei. Der fliegt rein. Der fliegt aber eigentlich zu kurz. Aber im Endeffekt hat er den Frag geholt und das passt dann halt. Ja. Aber der war, glaube ich, sogar weit genug. Also es musste gar nicht so extrem weit hinten hängen, weil der spreadet ja in die Richtung, in der der Molotov fliegt im Grunde. Also das heißt, der geht ein bisschen nach hinten raus und es war schon richtig, was er da gemacht hat. Damit die erste Runde für Final Gaming, also jetzt aufpassen, dass sie nicht wieder resettet werden, das wär's jetzt wieder. Ja, aber bei Entropy sieht's auch nicht so gut aus mit dem Geld. Das darf man nicht vergessen, die haben nämlich ordentlich Geld rausgerissen bekommen. So, und diesmal geht's offensiv einfach auf Mirage Richtung A-Spot drauf. Da wird aber auch ordentlich reingepusht. Auf beiden Seiten. Da ist Stücko, der rennt da einfach durch wie ein Berserker. Nimmt den Connector ein. Aika macht da nochmal den Refrag. Das Duell wird gesucht. Selbo steht bereit, den sollte er eigentlich hören.
Oh, noch ein bisschen überrascht gewesen, aber Aika sollte da kein Problem darstellen. Kommt sogar an die AWP ran, ist nur noch Trip. Und der hat das 2 gegen 1 vor sich. Ich weiß, dass Stücko da Richtung Connector unterwegs ist und dass die AWP am CD steht oder beziehungsweise Richtung Side. Ja, selber muss aber aufpassen. Also theoretisch könnte er jetzt halt von den CT Stairs kommen. Trip wird sich aber erstmal zurückziehen. Jetzt wird er noch gepusht von Stücko. Und da kommt der erste AWP-Schuss selber, kann aber traden. Das war wieder eine teure Runde für Final. Da sehen wir es, 3750 bei zwei Leuten. Stücko, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Nennen wir einfach Stücko. Wenn wir ihn falsch aussprechen sollten, kann er sich gerne per Twitter, per privater Nachricht oder per E-Mail an tobias.scholexfreaksforyou.de kann er sich gerne melden und seinen Namen als Umlaut ausschreiben und mir das persönlich mitteilen, wenn ihm das so nicht gefällt. Glaubst du, Stücko von Mousebots ist einfach mal transferiert zu Final Auf jeden Game? Fall. Und man hat einfach einen Buchstaben weggemacht. Nein, wie gesagt, wenn es Spieler gibt, die ihren Namen gerne anders ausgesprochen haben möchten und sie sehen das VOD, können sie gerne sich via E-Mail bei mir melden oder per Direktnachricht auf Twitter und dann geben wir das natürlich auch an alle so weiter und dann passt das. Ja, 5-2. Entropy ist immer noch in Führung. Hat aber hier jetzt das Nachsehen, weil sie kein Equipment haben. Trip mit der CZ sehr weit nach vorne, macht da einen auf den Fair, der es auch sehr gerne spielt. Und der geht sogar in einem guten Timing nach vorne. Trip könnte gut in den Rücken reinfallen. Oh mein Gott, das haben die nicht auf dem Schirm. Oh. Und das ist die Bombe, die da oben hängt. Er kann sich dann die... Knifen, oder? Oh, und dann schon! Was? Ein Lucky Timing von Stücko. Oh, 29 HP und genau in dem Moment, wo es kommt, dann wird... Also das ist so ein Moment, wo ich auf den Tisch schauen würde. Nein. Drei Leute von den CTs noch am Leben, alle mit USPs, zwei sind jetzt im Window abgestellt, werden nur noch versuchen, irgendwelche Waffen rauszunehmen. Synx, ja, da wird nochmal der Boost reinkommen, wird aber abgeaimt, Synx gewinnt das erste Duell. Ja, was will man da sagen? Final Gaming mit ein bisschen Timing Luck, aber ansonsten war es dann doch solide gespielt, Richtung B Contact vorgegangen. Bei A haben sie eigentlich keine Avancen gemacht, das heißt, das Mali sieht nach einer Flawless Round aus. Und ja, mal gucken, vielleicht kann Chip da noch rausgenommen werden. Ist da nochmal eine AK, die man bekommt? Nee, die gibt Chip da nicht ab. Final Gaming ist in der Partie drinne. Jetzt heißt es, Entropy natürlich auch bei kleinem Geld zu halten und sie in den Loser-Bonus schicken, was halt Entropy auf Cash geschafft hat, auf ihrer T-Seite. Ja. Also Final Gaming hat jetzt schon so viele Runden wie auf der vorigen Map. Das stellen wir uns vor. Dafür Applaus. Ja. Einmal die Ratsche. Nein. Ja, es wird der B-Rush. Guck es dir an. Zünd, das ist der Einzige, der B steht. Und der hat eine M4A4. Kann er die benutzen, um den Spot zu verteidigen? Es gehen alle schon rum und er spielt das super aus vom Forest. Nimmt die Smoke zu seinem Vorteil. Jetzt hört er den Plant, aber holt ihn durch die Smoke. Hinten steht aber schon Chip da dran. Das heißt, er wird gemacht. Zumindest sind schon alle CTs dabei, wissen, dass die Bombe B drauf ist und der Afterplan steht von Final Gaming. Nevis, Chip da, gewinnt die ersten Duelle. Chip da auch das zweite Trip. 1-4. Chip da gewinnt im Alleingang im Grunde die Runde. Das war so gut ausgespielt vom Spot aus. Das war echt sauber von Zinn. Der kann super viele Informationen weitergeben, was Richtung K steht, was dass keiner Richtung Bank aufgebaut hat. Der kann ganz genau callen, wo die Leute sind. Eigentlich perfekt für den Retake. Und lässt sich schön von Chip da aus der Ecke rausholen. Alle gar. Und da steht er wie eine Eins. Wie eine Statue. Und räumt einfach nur ab. Krasser Dude. Bringt vier Leute durch. Und das ist so gut fürs Geld. Und Entropy muss wieder safen. Also ist... Das Bankkonto fühlt sich langsam aber sicher bei Final Gaming. Entropy kommt jetzt genau in diese Situation rein, in der Final Gaming auf der CT-Seite auf Cash war. Man sieht es, zwei, drei Runden wird es auf jeden Fall brauchen für Entropy, damit das Geld wieder gebrochen wird bei Final. Trip mit einer guten Position über der Smoke. Wird Chip da das erwarten? Das ist die Frage. Der Molotov lag dahinter. Jetzt pieken sie zu zweit. Trip gewinnt aber das erste Duell. Das ist wichtig, dass die M4 in eine Position kommt, wo sie halt die Duelle nehmen kann.
weil es ist halt die einzige wirkliche Waffe, die in der Runde gegen die AKs anstinken kann. So, und die Frage ist halt, wie will man das jetzt klären? Man baut es Richtung Rampe auf. Das ist vielleicht nur eine ganz gute Chance, um drauf zu kommen, weil das Equipment haben sie für einen Execute anzuspielen. Auch wenn es nur zwei Smokes sind. Und es geht raus. Mit einer Flashbang, da meiner Meinung nach ein bisschen zu früh verraten, aber es scheint zu funktionieren. Mali steht oben bereit. Oh, der wird nicht gecheckt! Was ist mit denen los? Der checkt doch mal die Ecken! Jungs! Ich raste aus! Die haben in die rechte Ecke oben geguckt. Die haben nicht auf. Und Trip, der kommt schon von hinten, holt jetzt Selbo raus. Hinten im Ninja ist noch Nevis drin. Der hat auch nur noch 26 HP. Trip. Einmal mit dem kleinen Free Fire und oben Aika. Er hat die AK in der Hand. Jetzt kommt er raus. Das Ray sitzt sich. Stiko macht doch mal eine. Trip kann das dann beenden. Die Eco mit der M4 als Upgrade. Und Trip, der macht den 4K. Final Gaming. Das war die Ecke, die gecheckt werden musste. Und das hat sie so abgelenkt, dass die anderen Spieler reinkamen ins Duell und einfach abfrühstücken konnten. Absolutes Chaos in der Situation. Ja. Und im Chaos geht halt dann das Aiming auf, weißt du? Ja. Und es geht direkt weiter. Ist das vielleicht jetzt so ein bisschen der Umschwung, weißt du, dieser Knoten, der platzt, um weiter in dieser Partie den Vorsprung zu behalten? Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, weil Selbo verliert das Duell. Aika und Mali jetzt an der AWP. Und sie decken beide die Mitte ab. Okay, sie decken beide die gleiche Position ab. Okay. Jetzt nicht mehr. Macht man auch nicht oft, dass man mit AWP mit zwei Leuten dieselbe Posi abaimt. Vor allem in der Mitte auf Mirage. Also. Aber Aika hat die Position schon gewechselt, dodgt nochmal die Flashbang, springt raus. Damit kann er auch callen, dass der Spieler zurückgeht. Das hat Aika somit weitergeben können und man steht vor B bereit. Einer springt rein. Das ist ein gutes Bait-Setup, würde ich sagen. Das kenne ich sogar aus dem Video. Das haben sie mal im Video vorgestellt. Und das ist sehr erfolgreich. Trip macht halt voll den Schaden und sie laufen in dieses Bait-Setup rein, als wären sie die Könige von Mallorca. Und da wird einfach nur auseinandergenommen, Wetter. Mei, oh mei. Okay. Ich hab grad keinen Crosshair bei mir. Der Spieler, der noch rüberziehen muss, und das ist Nevitz, der wird gleich Bekanntschaft mit der AWP wahrscheinlich von Mali machen. Oh, das Timing. Aimt er wieder hoch? Er aimt wieder hoch. Doch, ein gutes Timing. Nein, das Timing. Es ist nicht gut, damit ist Nevitz rausgesprungen, aber ist ja auch kein Crosshair bei Sinn, warum auch immer. Ja, ich weiß nicht. Schallgedämpfte M4. Nächster Nachteil dafür. Aika. Nochmal close am Spot. Ui, er guckt in die falsche Pose und dann am Ende kriegt das doch nochmal geregelt. Wie er Richtung Appside guckt zuerst und da auch bangt. Und dann, uch, hier links ist ja einer. Guckt nochmal um. 7-4, Entropy. Kann das hier easy runterspielen. Geiles Spade-Setup auf jeden Fall. Also ja. Man mollert halt hinten das Auto. Man sieht auch den Spieler hochspringen, aber im Endeffekt ist es dann Trip. Der ist nicht hochgesprungen, der wurde hochgeboostet. Hä? Was? Der wurde hochgeboostet Richtung Apps. Nee, ich meine der Spieler, der da auf Info gegangen ist. Ach so, okay. Ja, und der eine stand halt in der Ecke, weißt du? Ja, ja, aber den haben sie halt silent hochgeboostet, damit es nicht gehört wird, okay, der ist oben und so weiter. Deswegen vielleicht auch ein kleiner Indikator. Dass es nicht so ist. Naja, Ultimate, der wird sich am A-Spot jetzt mal ein paar Easy Snacks gönnen, oder? Ja, Nummer 1. Aiming sitzt, kann sich jetzt ums Haus kümmern. So, da geht's einfach raus. Die Flash kommt gut reingeflogen. Damit kann Stuko hier den Raum nochmal aufmachen. Nochmal eine Counterflash, die ist aber zu weit geflogen. Dafür sitzt die zweite ganz gut für CT und T. So, und jetzt weiß man, wo Selbo ist und Zyn will sich das doch nicht entgehen lassen. Nein, Selbo macht ihn. Aber Aika ist da und er drückt einfach nur ab, als wäre es sein Leib und Brot, was er jeden Tag hier verdient auf dem Server. Das ist ja unglaublich. 8-4, Final Gaming. Sie kommen gut in die Partie rein nach ein paar Runden, dass sie halt endlich Entropy so ein bisschen am Schlewittchen haben, ne? Aber es soll nicht sein, ne? Es soll nicht sein. Entropy schafft es, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, was halt Final Game nicht gelungen ist. Die holen drei Runden hintereinander.
Ja? Und Final Gaming steht selbst wieder mit dem Rücken gegen die Wand. 4 Runden, es ist okay. Es ist natürlich noch ein bisschen was drin. Wenn sie jetzt noch eine, sagen wir mal, eine 9-6 Hälfte holen, würde ich sagen, das ist noch alles vertretbar. Ja, also Mirage ganz leicht CT-sided, muss man fast sagen. Also 8-7, 9-6 ist alles in Ordnung. Also 2 Runden für Final könnten fast schon reichen. Die CT-Seite vielleicht ihre etwas liebere oder lieb, die sie ihnen lieber. Die liebgewonnene Seite. Genau. Ja, ja. Wer möchte schon Terrorist sein, ne? Nee, Terrorist will keiner sein. Nee. Ich will auch kein Terrorist sein. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Oh, der Trash-Talk ist heute on point, mein Freund. Ja. So gut. Auch noch mit den Rhymes hier. On point, mein Freund. Eieiei. Ja. Geht's aber rund. Ultimate, der kommt in den Spinner. Ultimate mit dem zweiten Mali hilft auch noch ein bisschen aus. Und dann drückt er noch das kleine Headshotchen auf die Rampe. Ja, Full House. Ja, kann man mal geben. Auf jeden Fall ist es keine weitere Runde für Final Gaming. Und das heißt, das 9-6 rückt in eine Ferne. Ich möchte jetzt Ultimate und Trip. Also Trip, ein Kill, ein Assist. Und Trip muss dann sterben. Ultimate muss einfach nur einen Kill und einen Assist machen. Dann haben wir 2 Leute mit 1337 Stats. Das wäre doch das Beste. So, da versucht man direkt mal einen Spray durch die Wand. Und da gibt es einen Anschuss von der AWP. Also, nicht übertreiben. Aber dafür ist Aika, der trifft. Der macht keine Anschüsse, der macht nur volle Sachen. Kommt direkt ein Molotow in die Mitte geflogen. Jetzt wird es wohl Richtung B gehen. Da warten sie immer noch zu zweit. Sie wissen, dass sie einen Schuss gegeben haben. Aber sie holen ihn raus. Jetzt muss Drip das Ganze Richtung Side verteidigen. Das ist aber nur einer, der ihm da noch ins Crosshair reinläuft. Mali ist aber schon da und es geht in den Retake. Was kann Mali da noch anstellen? So, es geht nach vorne. Er holt den Frag. Damit kann sein Mate rausziehen. Der ist aber zwischenzeitlich gestorben. Der wurde nämlich von Stücko abgefangen. Und Mali... Das ist die AWP und da schießt Nevitz, AK, und da schießt Nevitz einfach ins Gesicht. Das war's. Das ist die Runde für Final Gaming und das 9-6 wieder realistischer. Ja, aber natürlich kann Entropy in der letzten Runde nochmal dicke reinkaufen. Braucht man keine Sorgen drum haben. Sogar Doppel-AWP kann man sich hier leisten. Also Final Gaming wird hier doch nochmal gegen einen richtig guten Buy anrennen in der letzten Runde. Oh, Selbo, was ein Peak in die Mitte rein. Mali einfach mal mit dem Headshot aus dem Window rausgeholt. Und zwar auch aus der Runde. Jetzt kommt es mit dem Smoke Execute. In der letzten Runde geht es nochmal auf A. Final Gaming versucht sich hier durchzuziehen. Das Ding ist, es wird A eigentlich fast auf Retake gespielt. Ultimate geht jetzt nochmal in die Side Richtung Firebox rein. Es ist aber alles zu. Alles mit Rauchgranaten. Smoking Kills, Leute. So, was können die hier noch machen? War der machen? Fake. Boah, das war der Fake. Geht der Fake auf? Doppelfake. Ja. Die gehen nochmal A. Weil sie haben Chip da hinten im Ninja drin. Der macht jetzt auch den ersten Frag. Aika muss aufpassen vom Jungle. So, jetzt müssen sie eigentlich. Kriegt jetzt auch den Peak von Nevis. Also wunderbar. Also ich habe schon gedacht, jetzt ziehen sie nochmal rüber und machen den Triple Fake. Aber das soll nicht der Fall sein. Dafür haben sie sehr viel Raum schon eingenommen. Eigentlich die Runde so gut wie weg. Besonders wenn Stücko da noch den Frag holt. Und wir haben für Entropy 9 Runden und für Final Game Event 6 Runden sein. Damit können sie mit der Hälfte absolut zufrieden sein noch. Und haben sie sich auch verdient, meiner Meinung nach. War okay. Also... Die Runde war sehr schön ausgespielt. Dieser Doppelfake hat wunderbar funktioniert. Entropy geht halt in die Rotation, ist sich dann aber auch nicht mehr sicher, auf welchen Spot es drauf geht. Und Final Gaming gewinnt und verdient sich hier noch eine 6. Runde. Ja. Ja, aber wir haben es da vorhin gesehen, auf T-Seite hat Entropy dominiert bei Cash. Mal sehen, ob sie es jetzt wieder mit der Pistol regeln können oder ob es 2-2 von Pistol Rounds her ausgeht. Oh, da gibt es erstmal ein paar Headshots. Einer durch die Wand. Aika aber mit dem Doppelfrag. Selbo mit der Nate kann nochmal traden. Aber jetzt kommt Nevis schon über den Connector. Durch geht es, aber die Flash war etwas zu hoch für den Connector. Das heißt, er kann, ohne blind zu sein, einen setzen. Jetzt gehen beide CTs nochmal über CT.
Stairs. Die Bombe ist vorne geplättet und da wird komplett rotiert über den Vent, über die Mitte. Mali, wenn der rausgenommen wird, dann wird's richtig gefährlich. 5 Sekunden, der Defuse kommt rein. Selbo, der hält durch. Nein. Der hält durch. 48 HP und der kriegt aber den Headshot von Mali. Oh. Ganz knapp, das waren 0,5 Sekunden oder so. Ach du liebe Zeit. Wichtige Runde für Entropy. Das ist nämlich die 3. gewonnene Piste. Okay, eigentlich können wir die erste Runde nicht zählen auf Cash. Da sagen wir einfach, sie haben mit Nachfolgerunden, haben sie jetzt 4-mal in Folge sich den Vorteil erarbeitet. Das ist gut, so nennen wir das jetzt ab sofort. Das ist gut. Das ist very good. Das ist very, very good. Und wir haben einen Stack bei Final Gaming auf B. Was ich mir eigentlich gewünscht habe auf Cash, wird jetzt hier auf Mirage sensationell umgesetzt. Einer auf Information, das ist Synx, der alleine auf dem A-Spot steht, Richtung Oberholz. Und ja, ja bitte. Sie haben ins VOD eingeschaltet, haben gesagt, was du ihnen empfehlen würdest für Map 2. Natürlich. Taktische Analyse nach Map 1. Hat Sündin da gesehen? Wo bist du? Doch, er müsste. Nee. Den kannst du nicht da oben in der Ecke. What? Da hat doch die Waffe raus. Könnte sein. Mann, Junge, geh um die Ecke. Ich will noch mal gucken. Ja, da guckt nämlich die Waffe raus. Ja. Ich sag dir. Ja. Da guckt die Waffe raus. Cool. Der macht's halt. Das ist schlau. Das ist schlau gespielt von Zinn. Ja. Der checkt halt erstmal einen Connector ab, dass sein Team nachkommt. Das ist jetzt so einfach für Entropy. Die sind auf dem Spot drauf. Aber wie gesagt, ich finde solche Runden nicht schlimm, weil du gambelst. Und im Endeffekt kannst du eigentlich nichts verlieren. Du kannst versuchen, eine Runde zu holen mit einem Stack oder du gehst safen. Und im besten Fall gehst du safen. Genauso machen sie das jetzt auch. Sie stellen sich auch auf Exit-Frags auf, sollten sie dann nochmal jagen gehen. Aber Entropy braucht gar nicht jagen zu gehen. Die brauchen kein Risiko einzugehen, lieber das Equipment durchzubringen. Dafür sind sie vom Aiming her, ja, heute gut genug drauf, dass man da kein Risiko eingeht. Ja, Alka muss nochmal aufpassen. Das ist der Challenge gegen die Deagle mit einer OMP und der hat noch volles Equipment. Der hat einen Molotov, Smoke, Flash und Nate, das in über 1000 Dollar, die noch in die Binsen gehen würden, wenn er das verliert. Also, 11. Runde für Entropy, Final Gaming mit dem Force war erstmal nicht erfolgreich. Müssen wieder auf die Pistols gehen. Aber was mir an dem Ball gerade gefallen hat, weil Entropy in den zweiten Runden nach der Pistol geht gerne mal auf so einen Rifle Heavy bei und wir sehen es gerade. Eine SMG, mehr ist es nicht. Das gefällt mir, das kannst du halt in den nächsten Runden weitertragen. Und dann, selbst wenn du die 3. Runde verlierst oder so, kannst du immer noch mit etwas reinkaufen. Ja. Da pusht schon mal über ein Palace. Mein da Info. ist wieder ordentlich Rollschuhe am Start. Da wird wieder vorgegast. So, in der Mitte wird das gut geregelt. Einmal reingebaitet, dann kommt einer am Chair rum. Keine Chance für Final Gaming da, beziehungsweise für Selbo irgendwas zu machen. Sie haben eine super gute Position im Palace eingenommen. Aber wie weit wird die reichen, wenn es jetzt über einen Connector Richtung A gehen wird? Was machen sie jetzt? Das ist die große Frage. Geht es Richtung B oder A? Sie haben noch alle Optionen offen. Schauen. Aber es geht Richtung A. Das Risiko vielleicht auch ein bisschen zu hoch, da in einen vorgesneakten Spieler reinzulaufen. Ja, und man hat schon einen im Connector stehen. Sie rotieren halt rüber. Das Problem ist, wenn jetzt einer über den Palace geht, wer erwartet bitte Chip da in dieser Position? Aber sie gehen alle über Rampe. Muss halt dann nach hinten aufgepasst werden. Aber ich denke mal, Entropy ist da so weit vom Kopf her, dass sie nochmal Richtung Palace rüber gucken, wenn sie auf dem Side sind. Und wiederum muss das auf hoch. Der Molotov sollte da nicht hinfliegen. Jetzt müssen sie halt einen kleinen Umweg nehmen, dass ein Refrag kommt. Darauf wollte ich noch hinaus. Aber das sieht gar nicht so gut aus für Entropy. Die fressen da ordentlich Schaden. Und sie haben nur noch den Joker oben im Haus. Der wird aber abgamed. Chip da mit der CZ. Kann ihn nur auf 60 AP schießen. Geht nochmal in das Dauerfeuer rein. Und Mali macht beide. Mali hält Entropy in dieser Runde am Leben. Das ist das 12-6. Als wäre es nichts gewesen. Aber das ist eine gefährliche Runde. Das muss man einfach mal sagen. Final Game macht da sehr viel Schaden. Und eigentlich hat man oben im Haus die beste Position, die man haben kann, um gut in den Rücken reinzufallen. Er hat zweimal die Chance gehabt, Frags zu machen und zweimal nicht zum Erfolg gekommen. Mhm. Ja, schade für Final. Hat eine echt gute Position nach dem ganzen Hayo Pai da.
Oh, ein Ultimate. Sprayt, schippt dadurch die Smoke weg. Wartet einmal kurz mit dem Spray und geht dann direkt wieder rein. Und diesen kleinen Zeitraum wollte Chip halt ausnutzen, um weiter vorzukommen. Wird das aber nicht schaffen. RIP, Chip da in dieser Runde. So, diesmal können Sie sicher sein, dass keiner im Haus ist, weil Trip das Ganze abaimt. Sie haben immer noch einen in der Mitte. Das heißt, es wird jetzt Richtung A gehen. Wieder sehr kompakt. Und das ist, glaube ich, so die Stärke von Entropy gegen Final Gaming. Das ist egal, auf welcher Map sie spielen, dass dieses kompakte Spiel heute einfach ihr bester Freund ist. So, Synx muss da aufpassen. Sie haben immer noch einen oben im Palace. Ultimate kann über einen Connector nachziehen oder einfach die Mitte frei halten. Wenn er Vertrauen in seine Mates hat, bleibt er einfach in der Mitte stehen. Und seine Jungs legen sogar die Bombe für den Connector. Synx zieht sich jetzt zurück. So, Styko kommt drüber. Und es geht in den Clash. Oh, die Flash kommt nicht gut reingeflogen. Die war nicht vom Mate und da wird er voll verkauft. Da wird er richtig vor die Wand gestellt. Oh je. Nicht gut getimt. Vor die Wand gestellt und abgedrückt. Nevis, der letzte im 1 gegen 4. Es steht noch unterm Window. Ist eine komische Position. Erwartet man nicht allzu oft. Jetzt aber im Window drinnen. Ist auch schon gespottet. Wird von zwei Seiten angeaimt. Der kommt da nie im Leben nochmal raus, oder? Eieiei. Er haut ab. Er schafft's halt wirklich. Er macht den Sam Fischer. Ja. Und er geht nochmal Kill. Er sollte aber jetzt safe mit 15 AP. Oh, da pusht man nochmal hinterher. Kommt raus. Nochmal eine Flashbang. Damit erarbeitet er sich genug Freiraum, um die Waffe durchzubringen. Das ist die 13. Runde für Mr. Entropy Gaming. Und Final Gaming steht vor einem ganz schwierigen Weg. Und zwar, die müssen jetzt überlegen, kaufen wir runter? Wollen wir Runden holen? Oder machen wir eine Eco und es sieht so aus, als würden sie einfach eine Eco machen, weil vom Investment her würde sich das gar nicht lohnen zu forcen, sondern nur ein paar Pistolen zu kaufen, um Neve zu unterstützen. Aber ansonsten kann man dann in der nächsten Runde das Game natürlich nochmal versuchen zu drehen, wenn es dann für Entropy 14 zu 6 steht. Und dann hat man immer noch die Möglichkeit, das Comeback zu starten. Das Problem ist halt wirklich, Final Gaming braucht Runden. Selbst wenn sie Entropy jetzt auf 14 gehen lassen und nächste Runde kaufen können, es ist halt im Grunde ihr letzter Buy. Also, die haben dann zwar vollen Loss-Bonus und auf CT-Seite reicht das halt nicht. Auf T-Seite vielleicht für einen vollen Buy, aber so ist es halt. Trip, Zyn, öffnet schon mal ganz weit den A-Spot offen. Jetzt kommt nochmal die Smoke. Ich glaube, es wird sogar nochmal verschoben nach B, weil sie Rotations von den CTs geforced haben. Mhm. Also, in der Mitte haben sie schon Ultimate unten im Underpass stehen. Oh, Shipter. Shipter hat ihn gesehen. Das ist ein einfacher Frag. Aber es geht jetzt einfach auf A drauf. Eigentlich war so ein bisschen der Plan auch, Richtung Mitte aufzubauen wieder. Aber die machen das jetzt einfach wieder kompakt. So, da wird der Spieler mit 10 HP vorgeschickt und kommt der Feuertopf reingeflogen. Oh, da passt aber auch das Aiming nicht bei Nevis. Weil in dem Moment, da hätte er auch einen mitnehmen können. Das bin ich aber besser von dem Yannick gewohnt. So, und dann war's das. So, und einmal drüber gefahren Richtung A. Wie gesagt, das kompakte Spiel ist heute der beste Freund von Entropy. Sehr interessant auf jeden Fall. Also, wir sehen fast nichts Richtung Mitte wieder, ne, bei Entropy. Entweder A, B oder gar nichts. Ja, wieder kein Mitte-Play. Ja, allgemein. Und wenn dann nur Richtung Underpass. Also in ganz, ganz seltenen Fällen. Da wird mit der Smoke werden die Flammen gelöscht. Jetzt habe ich mich auch wieder gefangen. Synx kriegt den ersten. Das ist die Man Advantage zum ersten Mal wirklich für Final Gaming. Aber Selbo, der muss aus dem Connector raus. Hat jetzt schon ein paar angeröstete Zehen. Wird da nichts mehr bekommen. Trip mit einer schönen Flash in den Connector. Die Bombe ist auch schon etwas länger geplantet. Mali kriegt ein bisschen angeschossen, wird jetzt aber mit dem eigenen Move, mit der eigenen Flash einmal reingehen. Aika, der kommt nicht früh genug mit dem Aiming rum Richtung Spot, aber sie haben gute Afterplant-Position. Da geht's aber mit der Flash, Zyn, Spray durch die Smoke. Hinten ist aber immer noch Drip dran und der wird durch die Smoke gemacht. Was geht denn hier gerade ab? Und die Runde geben sie nochmal auf. 14 zu 7 Entropy Gaming.
wird erstmal nicht auf Map Point gehen. So, eigentlich von Entropy sehr gut ausgespielt, muss man sagen. Sie haben halt sehr stark um den Raum gekämpft, kaum Equipment für den Spot noch gehabt. Eine Smoke. Ja. Aber sie, das, der Vorteil, den sie eigentlich hatten, sie hatten mit zwei Leuten den Jungle eingenommen und hatten sogar die Joker-Position Richtung CT. Das war halt mega krass. Und dann reicht's halt nicht. Und Final Gaming schafft es, hier diese entscheidenden Tracks zu setzen. Geht's sie haben versucht, viel zu viel noch nach vorne einzunehmen. Das war halt überhaupt nicht nötig, wirklich, weil sie hatten den kompletten Spot unter Kontrolle. Sie hatten, sie hatten den Plant für den Palace. Das heißt, war eigentlich überhaupt nicht nötig, da so viel reinzupushen. Einer ins Window, einer in den Connector. Warum? Die standen viel zu weit draußen. Keiner für den Refrax bereit. Und somit wird das halt einmal auseinandergenommen von Final Gaming. So kann man auch Runden einmal aufgeben. Ship da geht jetzt rüber Richtung Forest. Molotov kommt nochmal rein. Das gibt ordentlich Schaden. Mali, da gehen sie nochmal alle zurück. Jetzt über einen Underpass Richtung A. Mitte wird angespielt. Man Advantage natürlich für Entropy oder nicht Underpass. Okay, es geht nochmal komplett die Esoterik-Runde über den T-Spawn. Ja, es ist nur der eine, der sich so ein bisschen abgesplittet hat und damit mit Ultimate sich trifft. Da wird auch direkt Richtung Window reingeboostet. Und da haben sie das. Oh, da haben sie den Fokus nicht drauf. Damit haben sie den Jungle eingenommen. Der Spieler über einen Connector kann nachziehen und es liegt halt so viel an Synx. Der darf eigentlich gar nicht so viel riskieren, wird jetzt von der Seite ausgepusht. Sie haben immer noch die Spieler im Jungle, der fängt die Rotation ab, der Kill sitzt und es ist nur noch der Spieler im CT. Nevitz tanzt dann nochmal Ultimate aus, aber am Ende kann Strip regeln, plus dass einer noch von hinten kommt. Also da passiert gar nichts mehr in der Runde. Final Gaming steht mit dem Rücken gegen die Wand, weil jetzt haben sie auch keinen Loser-Bonus mehr. Sie haben gar nichts mehr, außer ein paar Pistolen, eine MP9 und eine Rifle. Für die reicht's noch von Stücko. 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 Sollen wir mal eine Donation für Vokale? Hä? Was? Einen Donation-Link für Vokale, damit Stücko mal mehr Vokale kriegt. Also, Spenden gehen auf twitch.tv/jitko. Da könnt ihr. Ach so, ei. Oh, der Push in der Mitte. Eigentlich schöne Flash, aber da stehen halt zwei Leute, da macht er nichts. Eika überlebt mit 7 HP. Und die Mittekontrolle in den letzten beiden Runden von Entropy etwas mehr in den Fokus gelegt. Final Gaming kann halt nur hoffen, dass sie irgendwo auf den Spot gehen und die Fracks setzen in guten Positioning. Entropy übertreibt es aber auch nicht. Die nehmen die Mitte ein, ziehen sich wieder zurück und werden sich entscheiden, wohl Richtung A drauf zu gehen. Das war bisher der Spot, der so am besten funktioniert hat. Aber mehr haben wir auch nicht gesehen. Es war ja zu 80% irgendwie nur der. Ne, zu 90% war es auch nur der A-Spot. Mhm. Also die einzigen Male, wo Entropy wirklich was in der Mitte gemacht habe, war Pushes von Final Gaming dort abzuhalten. Mhm. Und das hat Aika meistens mit der AWP geregelt, also was keine eine, wirklichen Probleme. Was eine Lücke, die Sünder ausnutzen kann. Sehr schön. Ja, ja, den kompletten Raum. Jetzt haben sie halt noch den einen Spieler in der Ninja-Box und einen Richtung CT. Ninja wird interessant. Was kann Stücko da machen? Oh, der wird direkt rausgenommen. Viel Spaß. Synx ist damit erstmal alleine und der ist auch bekannt. So, der macht nochmal den Frag, damit die 2 gegen 2 Situation. Jetzt wartet er auf seinen Maiden, das Ship da. Damit stehen sie beide Richtung CT bereit. Und Synx wird schon abgame. IK trifft den ersten Ship da, macht den Refrag, aber der Spieler oben im Haus. Das ist jetzt die Position, die ausgeschaltet werden muss. Er hat keine Ahnung, wo er ist. Und dann gibt's einfach den One-Tap. Easy peasy, lemon squeezy. GG, well played. Entropy gewinnt hier eindeutig mit 15-7. Und die erste Map. 16-7. Und die erste Map mit 16-3. Also, das ist schon eine Ansage, würde ich mal sagen. Also, man kann aber Final Gaming hier wirklich keinen Vorwurf machen. Entropy hat halt sehr fokussiert auf die Spots gespielt. Überhaupt die Mitte auf beiden Maps komplett blank gelassen fast. Ja. Das hat Final Gaming halt wirklich viel zu wenig ausnutzen können. Ich glaube, bei anderen Kalibern wird das dann vielleicht zum Problem für
Entropy, weil das war doch relativ blass auf den T-Seiten und das war halt alles, was nötig war, um Funnel Gaming hier heute auszuschalten. Also einfach GG. Einfach GG. Wenn da so ein Attex oder so reinkommt, dann gibt es da schon mehr Probleme. Da gebe ich dir recht, da gibt es auf jeden Fall mehr Probleme, weil Attex das halt konsequenter runterspielt. Da klappt halt dieses sehr zusammenhängende und kompakte Spiel in den meisten Fällen nicht, weil da einfach auch eine andere Erfahrung da ist und wahrscheinlich auch gegen internationale Teams hat man da auch andere Kaliber, wo man übt. Von daher ist das nochmal eine ganz andere Sache. Also gegen Final Gaming war das perfekt heute, aber wir können ja gleich gerne mal gucken, wer kommt denn zum Interview? Ich glaube, Trip kommt zum Interview von Entropy. Auf den warten wir jetzt. Mal gucken, ob der gute Mann gleich da ist. Und dann können wir ihn ja selbst fragen, was er von dem Spiel hält. Hatte er einen guten Trip im Spiel? Ja, er hatte einen guten Trip. Mm. Einen richtig guten Trip. So, ich frage mal ganz kurz nach. Fragen über Fragen. So, wo ist Trip? Auf den warten wir jetzt. Ja, da gibt noch Nachbesprechungen im Team. Nee, der muss hierher kommen. Ja, wie, fass doch einfach nochmal für unser Zuschauerpublikum, fass doch einfach nochmal zusammen. Ah, ist er da? Ja. Oh. Ich glaube, er braucht aber noch Rechte, oder? Nö. Oder? Okay. Nö. Der kommt hier schon alleine runter. Das schafft er. Ja, allgemein das Spiel von Entropy Gaming sehr A-lastig und B-lastig. Also wir haben kaum irgendwas Richtung Mitte gesehen. Sei es auf Cash oder sei es auf Mirage gewesen. Sei es, ja. Ich fand ganz ehrlich von Entropy, das war halt eine starke Vorstellung. Ah, da ist er doch. Ah, ja. Der Herr Tripp ist da. Nice. Dann können wir ja gleich selbst fragen. Ja. Und damit tada! So, ich glaube, wir warten jetzt noch ganz kurz, bis er sein Mikrofon entmutet hat. Und dann bekommt ihr noch exklusive Einblicke aus dem Kopf von Entropy. Da bin ich auch mal gespannt, weil ich habe ein paar Fragen, die mich brennend interessieren. Da das heute ja ein bisschen schneller ging, haben wir vielleicht sogar Zeit für die eine oder andere Frage mehr, weil es ist natürlich auch Newcomer-Team und von daher kann man da ruhig mal ein oder zwei Fragen mehr fragen. Ne? Lieber Trip, wie geht es dir? Ich glaube, er ist da. Ja. Hallo, Test. Hört man mich? Ja, man hört dich. Ja, moin. Ja, moin. Ein bisschen abgehackt. Abgehackt noch. Ja, ich musste gerade auf Push-to-Talk stellen. Aber perfekt. Das geht jetzt. Ja, perfekt. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den zwei sehr eindeutigen Siegen heute in der 99 Damage Liga. Wie habt ihr das Matchup so aufgenommen? Vielen Dank. Boah, wir haben versucht, diesmal nicht so viel uns auf den Gegner vorzubereiten, weil uns das die letzten Wochen haben wir uns ein bisschen, würde ich sagen, so selber anti-stratted. Also wir haben sehr viel Demos von Gegnern geguckt und haben dann nicht mehr unser Spiel gespielt. Und heute haben wir uns halt gesagt, wir scheißen da drauf und machen einfach ganz normal. Also wir spielen einfach nur unser Ding und gucken nicht auf den Gegner und das hat auch ziemlich gut geklappt, würde ich mal behaupten. Bin ich bei dir, dass das gut geklappt hat? Man hat ein Spiel gesehen, was uns persönlich, uns beiden sehr stark aufgefallen ist, auf Cache sowie auf Mirage, dass das Spiel gar nicht so sehr auf die Mitte fokussiert war. Ihr habt euch sehr auf die Spots konzentriert und versucht zum Beispiel auf Cache mit der Tür zu arbeiten. Wir können ja einfach erstmal auf Cache eingehen, wo wir fast kaum oder fast nie Mittekontrolle Richtung Whitebox gesehen haben, wenn dann nur für den B-Split. Ja, das stimmt. Ehrlich gesagt kann ich gar nicht so sagen, warum wir das jetzt nicht gemacht haben. Mhm. Wir haben halt das gespielt, was also unseren so einen langsamen Standard und haben halt gemerkt, es klappt. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, also unser Caller hat dann, glaube ich, auch keinen Grund gesehen, warum wir jetzt auf einmal die Mitte einnehmen müssten, weil wir so oder so, wir sind immer auf die Spots gekommen, auch wenn die da zu zweit standen oder auf dem A, glaube ich, zu dritt. Und haben dann, wenn dann, ich glaube, Late Round haben wir dann B gesplittet über Schacht oder mal kurz hoch oder so. Aber sonst haben wir Mitte wenig gepressured, das stimmt, ja. Ansonsten das Spiel halt sehr kompakt gewesen. Ihr habt es halt sehr stark auf Refrax ausgelegt und meistens seid ihr vom Aiming heute extrem gut drauf gewesen. Also mein Respekt, da sind Schellen reingekommen, die waren echt lecker.
Also da war ja wirklich jeder on point. Also Mali, du selbst, ihr habt alle getroffen wie eine Schweizer Taschenuhr. Hat funktioniert alles. Ja, danke. Ja, lief echt gut heute. Also wir waren selbstbewusst. Wir haben auch ausnahmsweise sind wir mal gut in die Matches gestartet. Mhm. Also sprich mal, wir haben zwar die erste Pistol auf Cash, glaube ich, verloren, aber dann direkt den Force geholt. Ja. Und dann genau haben wir halt ein bisschen Geld aufgebaut. Dann ging auch mal irgendwelche Deagle-Schellen rein. Und dann war irgendwie so das Selbstvertrauen da. Und dann ist man halt auch immer öfter einfach rumgezogen. Und ja, hat ganz gut geklappt. Und Mali sowieso alles umgeschossen also, auf Cash. Ein bisschen, ihr habt halt auf der ersten Map die CTs immer wieder resettet. Das war halt so ein bisschen auch... ja, wie sagt man, die CT-Seite war etwas schwach von Final Gaming in der Hinsicht, weil sie halt immer resettet wurden, konnten halt nie wirklich die AWP raushauen, um das Duell zu. Also da habt ihr dann halt eure Range halt als Vorteil genutzt und ich glaube auch, das sah dann für Final am Ende nicht allzu dolle aus auf Cash, muss man doch sagen. Habt ihr da irgendwie mit der AWP eine klare Linie? Schickt ihr die, okay, guck mal B an, geh mal A oder hat die sehr viele Freiheiten bei euch? Adrian hat generell alle Freiheiten. Manchmal, also es ist ein bisschen Wechsel. Manchmal gibt unser Caller, also Mergim gibt vor, wo er, wenn er irgendwie sieht, er hat einen bestimmten Plan im Kopf, dann wird die AWP auch dahingestellt. Dann sagt er, was weiß ich, zieh die Main den Schlitz ab, eine Anti-Flash, geh Mitte, was weiß ich. Also gibt Mergim das vor. Und wenn nicht, macht Adrian halt sein eigenes Ding. Also dann sagt er, er geht B-Peaken, dann braucht er halt einen Supporter dabei. Mhm. Und CT-Seite spielt er halt sowieso nur am B. Weil wir ja dann sonst, wenn wir am A oder Mitte eine Ave haben, dann spielen wir halt Doppel-Ave. Aber Adrian kann halt dann immer seinen eigenen Spot spielen, wo er sich halt wohlfühlt und hüpft da irgendwie ein bisschen rum und macht es ziemlich gut. Und ja, also wir haben nicht so einen konkreten Plan, aber wir wissen halt, wie wir ihn am besten einsetzen, glaube ich. Und das vor allem dann later on, wenn man auf dem A drauf ist und die AWP am Gelben hat oder so, das ist halt so eine starke Posi, das hat uns, glaube ich, auch gut geholfen, ja. Gehen wir mal ganz kurz auf Mirage rein. Da war es dann ja zumindest in der ersten Hälfte jetzt nicht so leicht wie auf DE Cash, weil da kamt ihr ein bisschen schwieriger in die Partie rein. Habt euch aber sehr schnell auch wieder gefangen, nachdem Final Gaming so ein bisschen versucht hat, euer Geld kaputt zu machen. Wie war da so der Eindruck auf eurer CT-Seite, um wieder so ein bisschen den Umschwung zu schaffen und um selber nicht in den Geldstrudel reinzufallen? Ich glaube, wir sind sogar ziemlich gut auf Mirage gestartet. Ich meine, wir hatten 4-0. Ach, stimmt, also genau. Ihr Pistol seid gut reingestartet, genau. Und dann kam so ein bisschen nochmal der Schub von Final Gaming rein, dass die 4 Runden in Folge geholt haben. Wie war da so der Eindruck bei euch? Müsst ihr irgendwas ändern oder wie habt ihr darauf reagiert? Oh, das ist jetzt schwer sozusagen nach dem Match. Dafür muss ich mir jetzt einmal die Demo anschauen und dann gucken wir, ob wir da wirklich was ändern müssen, ob das irgendwelche drastischen Fehler waren. Mhm. Aber also gefühlt, es hat sich so angefühlt, dass haben wir dann auf einmal so ein paar Clutches verloren, die wir davor vielleicht gewonnen haben, dann Sitze B, dann hatten wir einmal einen Read, da haben wir 3A gespielt in der wichtigen Waffenrunde, dann sind sie aber direkt B draufgegangen, das war halt ein bisschen unlucky und haben wir die Runde halt auch verloren, da wollten wir eigentlich saven gehen, das war glaube ich ein 4 gegen 4 oder sowas und dann sind aber noch 3 Leute gestorben, dann hatten wir halt wieder Eco und waren so ein bisschen im Money-Strudel, ja, und ich glaube 9-6 haben wir dann noch geholt und dann halt zum Glück die T-Pistol haben wir gewonnen, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Die habt ihr gewonnen. Also ihr habt doch, haben wir gewonnen, ja. Ihr habt alle Pistols gewonnen, bis auf die erste auf Cash, aber die kann man eigentlich fast nicht zählen, weil ihr die Nachfolgerunde alle gewonnen habt. Also da gab es nur den kleinen Trost für Final Gaming, dass sie halt diese eine Pistol-Round am Anfang geholt haben. Aber ansonsten von euch sauber runtergespielt. Vielleicht einfach mal eine andere Frage, vielleicht für den einen oder anderen auch ein interessantes Ding. Zu eurer Orga, ihr habt ja ihr spielt ja erst seit Anfang der Season für Entropy. Wie hat sich das so entwickelt? Wie kamt ihr da drauf oder wie war bisher eure Vorbereitung im Allgemeinen? Ihr habt ja angefangen mit ESL-Meisterschaft, dann in Div 2, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder bei dieser Qualifikation. Euch dann über die Div 2 qualifiziert. Wie war so bisher der Laufweg? Seid ihr zufrieden mit den Leistungen, die ihr bisher hattet in der ESL-Meisterschaft in der 99-Damage-Liga? Also wir spielen ja jetzt schon seit letzter Saison zusammen, glaube ich, noch als einziges Lineup momentan in dem höheren Div 1-Bereich. Wir haben als Team Skin Baron angefangen, also wir hatten eigentlich gar keine Orga.
Dann haben wir haben halt uns irgendwie kennengelernt, wollten ein Team machen, haben dann ein bisschen zusammen gespielt, haben gemerkt, okay, es passt, lass die Season zusammen spielen. Dann haben wir im Prag, haben wir, also im Training, haben wir gegen, ich glaube, es war Panthers haben wir zweimal geschlagen im Prag und haben das dann eben, hatten da einen Screenshot gemacht und Adrian kannte noch, also Aika kannte, weil er davor bei Skinbaron war, hat er gedacht, komm, jetzt, wir haben gerade Panthers geschlagen, die gerade EPS gewonnen haben, das, also die ESLM haben sie ja, glaube ich, vorletzte Season gewonnen. Genau. Wir haben gerade den amtierenden Meister einfach so geschlagen, sogar ziemlich hoch im Prag. Und er fragt einfach mal bei der Orga an, hat denen das Screenshot geschickt, hat gesagt, hey, bei uns läuft ziemlich gut, sucht ihr noch ein Team irgendwie? Dann hat direkt gepasst, haben wir bei Team Skin Baron gespielt, haben dann den zweiten Div-Slot in der 90er Damage von denen bekommen und haben selber in der ESLM in der Open gespielt letzte Saison und haben uns halt, sind beide aufgestiegen, also 90er Damage sind wir als Erster aufgestiegen und ESLM haben wir die Playoffs dann gewonnen und sind halt in die ESLM Div 1 aufgestiegen und wir sind halt zusammengeblieben, haben dann, also wir mussten uns halt rebranden, das Ding war, wir konnten nicht unter Team Skin Baron weiterspielen, weil ja der Coach von Sprout, der hier Toby, ja, ist ja der Mitowner bei Skin Baron oder ja, so und okay, da nicht klar war, ob Skin Baron, ob Sprout auch ESLM spielt oder irgendwie 90er Damage, mussten wir uns umbranden, damit nicht, weil falls jetzt Sprout da spielt, ja, nicht, dass es dann heißt, hier Torbi, Skin Baron, Team Skin Baron, die okay, ja, Wettbewerbsverzerrung, was weiß ich. Und bei Power 2.0. Ja, genau, sowas. Und deswegen haben wir, also das Management bei uns ist, also es sind zwar neue dazugekommen, aber der Grundkern ist, sind genau dieselben wie letzte Saison, mit Teaser und Dennis und halt noch zwei, drei, die jetzt halt neu dazugekommen sind. Und sonst ist halt Entropy jetzt eine eigene Orga. Und ja, aber es hat sich, für uns hat sich nichts geändert. Also es sind immer noch dieselben Leute, die sich um uns kümmern und wir spielen immer noch zusammen. Ja, cool. Wir heißen jetzt halt nur anders, ja. Was sind so eure Ziele für diese Season? Also ihr habt ja schon einiges jetzt erreicht mit dem Aufstieg in die Meisterschaft und natürlich auch mit der 90er Damage Liga, dass ihr in die Div 1 gekommen seid. Was sind so eure Ziele jetzt für die Season? Wie hoch sind die angesetzt? Also unsere Ziele sind ganz klar auf in der ESLM halt Top 4, also in die Finals und auch 90er Damage in die Playoffs. Ich sag mal so, wir sind als Aufsteiger, Underdog, was weiß ich, werden wir halt auch immer genannt. Wenn wir jetzt am Ende nur zweimal Klassenerhalt halten oder was weiß ich, dann ist es bestimmt nicht, werden wir sagen, okay, wir haben jetzt eine schlechte Season gespielt, was weiß ich, auch wenn wir unsere Ziele halt verfehlen, aber wir versuchen halt auf jeden Fall, also wir wissen, dass wir mitspielen können, wir wissen, dass wir auch unter die Top 4 kommen können, wenn wir jetzt halt unsere Leistung bringen. Und das sind ganz klar unsere Ziele. Und wenn wir halt es schaffen, in die Playoffs zu kommen, dann mal gucken, was so geht. Es kam noch eine Frage aus dem Chat, was ihr so, wie ihr so die restlichen Teams in der Liga einschätzt. Haben wir ja so halbwegs damit beantwortet, indem ihr ja oder eure Ziele gesetzt habt. Wen schätzt ihr so als Favorit ein in der 99 Damage Liga? Also 99 Damage halt auf jeden Fall Attax, weil sie jetzt, also eine ESLM können sie halt nicht mit Kito spielen, da weiß man nicht so richtig, was sie da machen. Aber jetzt können sie Kito in der 99 Damage mit ihm spielen und da geht eigentlich kein Weg an Attax vorbei. Wen ich noch sehr stark einschätze, ist Euronix. Die spielen mit dem Lineup, vor allem dann Faven und so, die spielen echt super momentan. Also ich habe da ein paar Spiele gesehen. Die sind für mich auf jeden Fall auch großer Favorit so und die Weisen, ich meine, die Weisen spielt halt momentan auch in der ESLM ganz stark, gestern auch gegen Big. Ja, auf jeden Fall, richtig gut. Ja, letzte Woche auch am eigenen Leib erfahren so. Also, die sind echt gut, ja. Forsti, hast du noch eine abschließende Frage? Nee, ich bin eigentlich zufrieden. Auch erst zufrieden. Ich bin auch zufrieden. War sehr schönes Counter-Strike, was ihr gespielt habt, mit sehr viel Firepower. Und viel Erfolg noch. Ich denke mal, man hört sich bestimmt nochmal über die Season, wenn es das eine oder andere Interview gibt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön auch fürs Casten und ja, schönen Abend noch euch. Ja, dir auch. Vielen, vielen Dank. Tschüssi. Ciao. Ja, das war's von unserer Seite mit der 99 Damage Liga für den heutigen Tag. Attax gegen die Weisen, das wird leider verschoben. Da hätte ich mich auch noch drauf gefreut, aber das soll heute nicht sein. Das wird irgendwann die nächsten Tage bzw. Vielleicht nächste Woche stattfinden.
Also bleibt dran. Am besten seid ihr natürlich immer informiert auf www.99damage.de. Da stehen alle aktuellen Termine der 99 Damage Liga, natürlich auch für alle anderen Events. Und Frosty, es war mir heute eine Ehre, hat Spaß gemacht. Ja. Willst du noch auch jemanden grüßen? Wenn jemanden grüßen, ich weiß nicht, ob irgendwer hier im Chat ist, den ich grüßen könnte. Grüße ganz herzlich Mipu, einfach weil Mipu ist. Ja, Mipu guckt, glaube ich, nicht zu. Der spielt. Der spielt Kingdom Come. Ja, genau, der spielt 100%. Kingdom Come. Hat keine Zeit. Ja, sehe ich gerade im Discord. Ja, ich werde das jetzt auch machen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich bin mal raus. Und vielen Dank, Frosty, für die Unterstützung heute. War auf jeden Fall ein sehr schöner Cast. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns auf Twitter folgen. Oder ihr schreibt uns einfach mal ein Feedback auf 99 Damage in den Feedback-Thread. Bis dahin. Wir sind tschüss, haut rein, bis die Tage. Oder beziehungsweise bis morgen zur IEM. Von meiner Seite zumindest. Und Frosty, wann castest du das nächste Mal? Komm mal. Sonntag Div 2. Sonntag Div 2! Also schaltet auch bei Frosty ein, das lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, haut rein. Ciao.